Willkommen beim Kursus Kostenrechnung für Ingenieure. Hier gilt das ökonomische Prinzip. Das ökonomische Prinzip fordert, dass wir ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen kreieren. In dieser Übungsaufgabe geht es darum, dass wir 6000 Tonnen eines Produktes im Jahr benötigen und dieses möglichst effizient herstellen sollen. Wir könnten das Produkt auf einmal produzieren. Dann müssten wir die Anlage nur einmal umrüsten. Wir hätten allerdings dann erhebliche Lagerkosten. Der Lagerbestand würde von 6000 Tonnen am Anfang des Jahres langsam absinken. Über das Jahr gemittelt müssten wir Lagerfläche für 3000 Tonnen bereitstellen. Wir könnten in einem anderen Szenario dreimal pro Jahr produzieren, jeweils 2000 Tonnen. Dann haben wir zwar dreimal die Rüstkosten zu tragen, haben aber eine deutlich geringere Lagermenge von durchschnittlich 1000 Tonnen. Wir sehen, dass mit der Losgröße die Lagerkosten zunehmen und die Rüstkosten abnehmen. Wir suchen das Gesamtkostenminimum. Wir nennen die Losgröße X, dann müssen wir 6000 Tonnen durch X Chargen produzieren. Damit haben wir 3000 Euro pro Charge mal 6000 durch X Rüstkosten und x halbe mal 64 Euro pro Tonne Lagerkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18 Millionen durch x plus 32x. Die Ableitung ergibt sich zu minus 18 Millionen durch x² plus 32. Gleich 0 gesetzt ergibt sich x² zu 562.500, entsprechend einem x von 750 Tonnen. Wir stellen also 8-mal im Jahr 750 Tonnen her, haben damit unser Ziel erreicht, möglichst effizient den Bedarf zu decken.